Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht am Donnerstag, dem 12. März 2020, aus dem noch unbevölkerten oder fast nicht bevölkerten Bundeshaus. Der Betrieb geht hier erst allmählich los. Der letzte Sessionstag der zweitletzten Woche steht bevor. Was sind die großen Themen? Tessin, der Kanton Tessin ruft den Corona-Notstand aus. Vielen Tessinern geht es nicht weit genug, was der Bund macht. Und der Bund muss hier sicherlich, also das ist meine dezidierte Meinung, muss hier sicherlich auf die Tessiner hören. Er darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir beobachten jetzt nämlich interessanterweise, dass in der Europäischen Union, insbesondere in Italien, aber auch in der Schweiz, dass dort die Ansteckungszahlen in Sachen Corona massiv höher sind als beispielsweise in Asien, wo viel drakonischere Maßnahmen getroffen worden sind. Das ist ganz klar ein Signal, ein Hinweis darauf, Augenöffner, dass eben die offenen Grenzen, die grenzenlose Personenfreizügigkeit eben auch grenzenlose Gefährdungen schafft, denn eben nicht Viren überschreiten Grenzen, sondern Menschen überschreiten Grenzen. Und in der EU haben wir 500 Millionen Bürger und offene Grenzen. Das heißt, niemand hat diese Migrations- und Wanderungs- und Fluktuationsbewegungen wirklich unter Kontrolle. Man hat Italien etwas belächelt, aber auch ich habe mich am Anfang gefragt, ob das nicht zu viel ist, was da passiert. Aber mir scheint jetzt auch aufgrund der Erkenntnisse, die wir aus Asien haben, es doch geboten, hier ganz einschneidend einzuschreiten. Und der Grund dafür ist offensichtlich, denn wir sehen jetzt Statistiken, dass dort, wo man die Bekämpfung des Coronavirus verschlafen hat, dass dort eben die Ansteckungszahlen exponentiell höher sind, massiv höher sind als an anderen Orten. Und das führt dann entsprechend zu, einfach statistisch gesehen, mehr gravierenden Verläufen. Führt auch dazu, dass in den Ländern, in denen das Virus nicht eingedämmt wird, auch die Mortalitäts-, also die Sterblichkeitsraten deutlich höher sind als in Ländern, wo man hier sorgfältig vorgegangen ist. Da gehen also die Mortalitätsraten, das heißt also diejenigen Leute, die sterben von den Befallenen, das kann dann von 0,9% bis 5% schwanken. Das sind also massive Differenzen. Das hat eben damit zu tun, dass wenn sehr viele Leute sich hier anstecken, haben sie automatisch mehr gravierendere Fälle. Das heißt, das Gesundheitspersonal kommt schneller an die eigenen Kapazitätsgrenzen, Spitäler sind schneller ausgelastet, das Personal steckt sich auch an, sie haben Personalnotstand und auch die entsprechenden Geräte, die Atmungshilfen, die dann bei ganz gravierenden Verläufen eingesetzt werden müssen, die fehlen dann eben, weil die nicht so schnell zu beschaffen sind. Also hier diese Abriegelungstaktik, also die Beendigung der Personenfreizügigkeit, das Hochziehen drastischer Grenzen, das ist eine, der nun wirklich jetzt nicht parteipolitisch oder ideologisch vor dem Hintergrund einer Begrenzungsinitiative erkannten Notwendigkeiten, sondern das sind tatsächlich jetzt Erfahrungswerte, die wir hier haben. Und je mehr wir wissen über den Verlauf der Krankheit, je mehr wir aus Asien wissen, desto dringender scheint es hier angezeigt, das entsprechend hier auch zu tun. Die Amerikaner jetzt auch sehr aktiv da. Präsident Trump hat ein Einreiseverbot für Europäer in die Vereinigten Staaten verhängt. Also da wird auch die Grenze abgedichtet. Israel hat das gemacht, andere Länder machen das auch. Singapur ganz stark, Taiwan zum Beispiel massiv. Vietnam, auch ein Land mit einer viel höheren, mit einer viel, viel größeren Bevölkerung als in der Schweiz und auch mehr Einwohner als Deutschland, aber auch dort hat man mit massiven Maßnahmen hier die ganze Geschichte frühzeitig unter Kontrolle gebracht. In China ist es ja so, dass jetzt die Ansteckungszahlen zurückgehen. Dies aber, ich habe Augenzeugenberichte gelesen, also schon mit ganz massiven Eingriffen ins Privatleben der Leute. Da wurden also wirklich ganze Gebiete, wie Sie auch gelesen haben, unter Quarantäne gestellt. Also die Schweiz ist allmählich am Erwachen, erst allmählich am Erkennen, was hier läuft. Der Bundesrat zögert, hier die Grenzen zu aktualisieren. Ich glaube, unter dem aktuellen Stand, aufgrund dessen, was wir wissen, ist das wichtig? Muss man das machen? Auch wenn man vielleicht etwas belächelt wird, auch wenn einem Panikmacherei da vorgeworfen wird, ich glaube nicht, dass das
hier geboten ist. Das ist einfach Sicherheit. Hier geht es darum, dass man tatsächlich mit richtigem Handeln eben massive Schäden verhindern kann. Aber eben die Menschen sind halt auch bequem. Ich nehme mich da nicht aus. Wir sind da, vielleicht haben wir das auch etwas auf die leichte Schulter genommen am Anfang. Aber ich glaube, hier muss man schon entschlossen handeln. Dann Bundesrat Parmelin. Der Wirtschaftsminister ist nach Berlin geflogen, um dort Klartext zu sprechen mit Deutschland. Deutschland blockiert ja mittlerweile rund 240.000 medizinische Gesichtsmasken, die Eigentum von Schweizer Firmen sind. Auch Medizinalgeräte werden nicht an den Grenzen durchgelassen. Also eine Art Handelsembargo, das sich hier abzeichnet. Souverän ist, wer über den Notstand entscheidet, wer sich im Notstand durchsetzt, über die Gesetze hinwegsetzt und dann auch entsprechend vorgesorgt hat. Das ist die Lektion hier. Die vielbesungene internationale Ordnung, die europäische Solidarität, sie ist nirgends. Sie löst sich gerade in Luft auf, in Krisensituationen. Das sehen wir nach der Finanzkrise, das sehen wir jetzt, das sehen wir nach der Migrationskrise und jetzt auch ganz akut in der Corona-Krise. Wenn eben eine Krise da ist, dann funktioniert die EU nicht, setzt sie sich über ihre eigenen Standards hinweg. Siehe damals beim Euro, Neuverschuldungsrichtlinie, siehe bei der Migration, wo man einfach im Prinzip sich auch nicht an die entsprechenden Rechtsordnungen Schengen, Dublin gehalten hat und jetzt auch beim Coronavirus, wo ganze Lieferketten nicht mehr beachtet werden, wo Verträge mit Füßen getreten werden, Eigentum mit Füßen getreten wird. Das sind doch, wie soll ich sagen, Realitätsschocks, die auch in der Schweiz zu denken geben sollten, vor allem bei jenen Leuten, die immer noch naiv einem sterilen Globalismus anhängen, Leute, die der Meinung sind, dass es gut kommt, wenn man die Schweiz an die Europäische Union anbindet, wenn man gleichsam die Kontrolle an jene Staaten abgibt, die heute die Schweiz derart schlecht behandeln. Das ist ganz wichtig. In diesem Zusammenhang vielleicht noch eine weitere Erkenntnis, die entscheidend ist. Wir beobachten jetzt ja auch etwas ganz Ungewohntes für uns, dass Ladenregale zum Teil nicht mehr voll sind, dass essentielle Nahrungsmittel, frische Nahrungsmittel knapp werden könnten. Es ist noch nicht so schlimm in der Schweiz, aber es gibt aus anderen Ländern auch schon diese Eindrücke. Das heißt, Selbstversorgung wird wichtig, aber auch hier die Schweiz auf der falschen Schiene. Wir sind im Begriff, wir sind dabei, systematisch die Landwirtschaft zu zerstören. Wir stecken unsere Bauern in ein Zwangskorsett von bürokratischen Vorschriften. Immer mehr Eingriffe, Behinderungen, Initiativen, die landwirtschaftliche Produktion erschweren, wenn nicht gar verunmöglichen. Man ist dabei, die Bauern von produzierenden Landwirten zu Landschaftsgärtnern umzuerziehen. Das sind hier die Entwicklungen, die wir beobachten. Gleichzeitig wird Ackerland verbetoniert durch Zuwanderung. Der Selbstversorgungsgrad der Schweiz wird heruntergefahren. Aber wir sehen jetzt, wie fahrlässig diese Politik ist. Die führt eben in eine falsche Auslandabhängigkeit. Und wenn ich mir vorstelle, was da noch alles auf uns zukommt, die bundesrätliche Energiestrategie, die ja die eigenen Kraftwerkkapazitäten herunterfährt, also wir produzieren immer weniger eigenen Strom, schalten die Kernkraftwerke ab und so weiter, begeben uns da in eine ebenfalls massive Auslandabhängigkeit. Man muss also schon ziemlich weltfremd sein, um daran zu glauben, dass in einem Krisenfall die Deutschen oder die Franzosen der Schweiz Strom liefern würden, wenn dann die eigenen Bedürfnisse noch nicht gedeckt sind. Also das ist, so hoffe ich doch zumindest, was wir jetzt bei Corona sehen, auch eine Art Weckruf für den Bundesrat, hier wieder stärker die nationale Eigenverantwortung, die Selbstständigkeit, die Eigenständigkeit zu stärken und nicht immer diese internationale Abhängigkeit zu forcieren, diese Unterwürfigkeit zu forcieren, die der Bundesrat leider angesteckt, infiziert gleichsam von einem falschen Zeitgeist hier immer wieder an den Tag legt. Ein Lob deshalb für Bundesrat Parmelin, der hier schnell und effektiv gehandelt hat. Offensichtlich konnten auch einige Lieferungen deblockiert werden. Das werden wir dann noch genau überprüfen. Ebenfalls, ich muss Ihnen leider noch ein paar unerfreuliche Nachrichten hier bringen heute Morgen, aber wir schauen ja der Realität ins Auge
und blenden das nicht aus. Es ist offensichtlich so, dass auch Jüngere schwer am Coronavirus erkranken können, vor allem dann, wenn sie eben chronische Atemwegsbeschwerden haben, wenn sie anfällig sind auf den Atemwegen, ist man hier einfach in einer Risikogruppe. Und da empfehle ich Ihnen einfach, machen Sie Social Distancing, gehen Sie nicht näher als 4 Meter an andere Menschen heran, passen Sie auf, dieses Virus kann offensichtlich sehr lange an Türklinken etc., Liftknöpfen hängen bleiben und kleben bleiben und einfach Hände weg von den Nase, Finger, mit den Fingern nicht an der Nase, am Mund herumfummeln oder in den Augen. Das sind einfach heute leider schwierige Handlungsweisen, das müssen wir besser in den Griff bekommen. Schützen Sie sich, Vorsorge ist die Mutter der Porzellankiste. Dann Asien, das hatten wir schon, bekämpft das Virus besser als Europa. Ja, richtig, das sind eben auch Staaten, die noch nicht quasi alles aufgegeben haben, was nach nationaler Eigenverantwortung klingt. Taiwan, Südkorea und Singapur, ganz drastische Mittel hier, um das einzuschränken. Ja, ich bleibe noch etwas im Ausland, wechsle aber das Feld, kurz vielleicht die amerikanischen Wahlen. Joe Biden kristallisiert sich ja jetzt bei den Demokraten als klarer Favorit heraus. Er ist keine Hillary Clinton, haben die Medien in der Schweiz eingesehen, aber trotzdem trauen sie ihm zu, Trump zu schlagen. Sehen Sie, wir haben jetzt ein Ereignis mit diesem Coronavirus, das ein Gamechanger, einen Wechsel, eine Spielveränderung, einen Gezeitenwandel vielleicht herbeiführen könnte in der amerikanischen Politik. Ein Ereignis, in dem die Karten teilweise neu gemischt werden. Ich will es nicht zu hoch hängen. Wir haben auch bei 9-11 geglaubt, das sei die totale Zeitenwende. Das war es natürlich nicht. Coronavirus wird es meines Erachtens und auch hoffentlich nicht sein. Aber solche Events können immer wieder scheinbar sichere Abläufe ins Wanken bringen. Trump jetzt aber nach anfänglicher, auch etwas Nonchalance anscheinend drastisch jetzt dabei mit seinen Einreisesperren, über die wir schon gesprochen haben. Dann Frankreich. Die Grünen sind auch dort auf dem Vormarsch. Sie setzen auf Hoffnung, also die positive Wohlfühlbotschaft, und natürlich, sie grenzen sich ganz klar, das ist quasi, die Grünen sind die neuen Linken, sie grenzen sich ganz klar vor der finsteren Marine Le Pen ab. Das heißt, natürlich mit dem grünen Programm ist auch der ganze Internationalismus verbunden. Offene Grenzen, Migration, mehr Zuwanderung etc. Nicht diese harsche Abschottungspolitik, wie sich die Grünen ausdrücken. Ob das in Zeiten von Corona jetzt wirklich verfängt? Wir beobachten ja auch, dass erstaunlicherweise eine gewisse Greta Thunberg doch in der aktuellen Situation sehr, sehr auffallend aus den Schlagzeilen verschwunden ist. Also diese schwedische junge Frau, die da wie eine Abgesandte des Himmels den Menschen die unmittelbar bevorstehende Katastrophe in 100 Jahren einhämmerte, die ist jetzt eigentlich von der Realität, von der Wirklichkeit einer, sage ich mal, konkreteren Bedrohung verdrängt worden. Plötzlich kommen wieder ganz andere Gedanken ins Bewusstsein, zum Beispiel die Fragen der Energieversorgung, der Selbstversorgung mit Lebensmitteln. Selbstverständlich auch der schonungsvolle Umgang mit Ressourcen, das ist immer mit im Paket, das ist immer mit dabei. Aber ob jetzt diese ideologischen Staatsumbau-Visionspläne eines grünen Nirvanas, ob das jetzt im aktuellen Zeitgeist voll verfängt, da habe ich meine Zweifel. Also ein Realitätsschock auf der ganzen Linie. Wir bleiben dran, zuversichtlich, immer optimistisch, nicht in Weltuntergangspanik verfallen, aber doch hier die Situation ernst nehmend, nicht herunterspielend, nicht beschwichtigend. Lieber maniert sich mit ein paar Warnungen zu viel, als was man dann hinterher die ganz große Katastrophe kommentieren muss. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen trotzdem ein schönes Wochenende. Bleiben Sie zu Hause. Genießen Sie die Zeit mit Ihrer Familie, machen Sie vielleicht Ferien oder einen Ausflug draußen, müssen ja nicht in einem
engen Shoppingcenter oder so sich aufhalten, gehen Sie etwas in die schöne Schweizer Natur, dort hat das auch genügend Platz und an den schönen Bergwegen und Wanderstrecken kleben auch keine Coronaviren. Im Freien ist es schwieriger, sich anzustecken. Also wir entdecken jetzt auch wieder einmal die Schönheit des Naheliegenden und brechen unsere vielleicht auch globalistischen Ferienpläne vor der Hand einmal ab, legen sie auf Eis und erfreuen uns an der Schönheit des Nächsten und unserer Nächsten. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit, alles Gute, gute Gesundheit und ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder dabei sind, nicht hustend, ohne Erkältungen, passen Sie auf und dann kommt es gut. Danke, alles Gute.